Servus Leute, mein Name ist Tim von VentureLab und heute sind wir zu Gast bei Evoli, eines unserer Startups im VentureLab, die ein Unternehmen im Bereich Smart Botanik gegründet haben. Und heute gucken wir uns mal an, was im letzten halben Jahr so bei ihnen passiert ist. So, wir sind jetzt hier bei Evolief und hier ist Diana, die Gründerin von Evolief, und sie führt uns jetzt hier erstmal ein bisschen rum. Genau, also kommt mal mit. Also wie ihr sehen könnt, habe ich echt die verschiedensten Pflanzen von super günstig oder total gängig bis hin zu relativ teuer. Und je teurer, also je exotischer, desto krassere Bedingungen brauchen wir natürlich. Und so sind wir auch auf die Idee gekommen, den Pflanzenstab zu entwickeln, weil der mir natürlich viel bessere Infos geben kann und so meine Pflanze besser wächst. Mithilfe der Kickstart-Förderung konnten wir uns hier unser Labor einrichten. Und zwar ist Ziel des Ganzen, verschiedene Phänotypen von ähnlichen Pflanzenarten abzubilden und so die Daten zu generieren. Zu so einem aufwendigen Labor wie dieses von Evolief gehört natürlich auch die passende Technik. Und dafür ist der Gründer Kevin verantwortlich. Wie ihr seht, alles verknüpft mit Sensoren und ziemlich hochkarätiger Technik. Soll dazu dienen, dass wir verschiedene Einsatzbereiche simulieren können, also Tageslicht verändern, Luftfeuchtigkeit, Temperatur verändern, Bodenfeuchtigkeit etc., automatisches Bewässerungssystem, und da sind dann auch kleine Einzelsensoren drin verbaut. Ich habe hier mal so ein kleines Breadboard, was das so ein bisschen symbolisieren soll bzw. repräsentieren soll, was hier überall abgebildet oder zu sehen ist. Dann nehmen wir die ganzen Einzeldaten auf und dann werden die entsprechend auch ausgewertet. Heißt, wir versuchen hier mit Machine Learning die Datenstruktur ein bisschen aufzuschlüsseln und neue Erkenntnisse in diesem Bereich zu erzielen. Ja, Thema Kickstart-Förderung. Wie sind wir drauf gekommen und was mussten wir dafür machen? Das Venture Lab ist auf uns zugekommen und dann haben sie uns die Möglichkeit eröffnet, daran teilzunehmen. Wir haben eine Projektskizze in Kooperation angefertigt, in dem wir einfach beschrieben haben, wo stehen wir gerade, was haben wir vor und auch, wie können wir die finanziellen Mittel dann wirklich effektiv einsetzen, und so ist es dann eingereicht worden. Wir haben unsere Ideen so ein bisschen auf Papier gebracht. Die Jungs und Mädels vom Venture Lab haben uns dann mal Feedback dazu gegeben, Verbesserungen aufgezeigt, mehrere Schleifen durchlaufen, bis das Endergebnis dann gepasst hat und der Antrag dann durchgegangen ist. Die Kickstart-Förderung hat uns ermöglicht, eigentlich die ganze Umgebung hier erstmal so einzurichten. Das heißt, die technischen Gerätschaften anzuschaffen, so ein Labor überhaupt zu planen und aufzubauen. Und das hat uns erstmal die Möglichkeit eröffnet, da wirklich Vollgas zu geben in dem Projekt und jetzt den Proof of Concept durchzuführen. Wenn auch ihr eine Idee für ein Startup habt und die gleiche Förderung wie Evolief von uns erhalten wollt, dann kommt jederzeit gerne auf das Venture Lab zu. Die Kickstart-Förderung ist mit sehr wenig bürokratischem Aufwand machbar und wir würden euch sehr gerne dabei helfen. In nächster Zeit werden wir dafür ein spezielles Förderprogramm anbieten, das Road to Kickstart-Programm, in dem wir euch gezielt darauf vorbereiten, euren Antrag für die Kickstart-Förderung zu schreiben und eure erste Förderung zu bekommen.